Podcast alles Menschen, die sich täglich engagieren, die hilfsbereit sind, die motiviert sind und auch Verantwortung übernehmen. Unsere Umwelt ist uns nicht egal. Wir wollen aktiv mitgestalten. Wenn man in der Kasse ankommt, man trifft auf ganz, ganz viele unterschiedliche Leute aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Fachrichtungen. Und irgendwie ist da sofort eine gemeinsame Grundlage. Und man hat das Gefühl, das ist wie in einer Familie. Ich treffe hier bei der Begabtenförderung auf Menschen, die nachdenken, die motiviert sind, die interessiert sind, die mitreißend sind und andere motivieren zum Handeln. Und es wird nicht nur diskutiert und geredet, sondern wir handeln auch und tun etwas. Auf der Sprechertagung der Konrad-Adenauer-Stiftung treffen sich jedes Jahr rund 120 Stipendiaten und junge Eidstipendiaten. Als Stimme und Sprachrohr der über 3000 aktiv im Stipendienprogramm Geförderten diskutieren sie über die politischen Fragen der Zeit und über ihr ehrenamtliches Engagement. So bereiten sie sich darauf vor, Verantwortung für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie zu übernehmen. Das Besondere bei uns ist die ideelle Förderung. Wir bieten Seminare an zu aktuellen und zu grundsätzlichen Themen, wo man sich richtig auch auseinandersetzen kann. Und dann gibt es schließlich noch die Hochschulgruppen vor Ort und da tauschen sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus. Die Sprecher der jeweiligen Hochschulgruppen stammen aus 130 Standorten in ganz Deutschland und Europa. Sie gestalten das Seminarprogramm aktiv für alle Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung mit. Wir werden gelegentlich gefragt, ob das umfangreiche Seminarprogramm, was wir anbieten, eigentlich noch zeitgemäß ist. Angesichts der Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten, die Möglichkeiten des Blended Learning, wir glauben ja. Ich merke jedes Mal, ich gehe mit ganz anderen Kenntnissen raus, ich gehe mit ganz anderen Gefühlen und auch teilweise Einstellungen raus. Und das unterscheidet es eben auch nochmal so ein bisschen von dem, was ich an der Uni lerne. Insofern lernen unsere Stipendiaten kreativ voneinander. Das ist ein Motto unserer Seminare und ist eigentlich auch das Motto für das Verhältnis zwischen unseren Stipendiaten und der Stiftung. Die Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung bedeutet mehr als nur die monatliche Studienkostenpauschale. Individuelle Betreuung und reger Austausch in der Gemeinschaft gehören zu den Werten der Stiftung. Die persönliche Betreuung ist für mich oft auch wichtiger als die finanzielle Betreuung, die wir haben, weil man auch einfach dieses Netzwerk knüpfen kann und das ist halt einfach super wichtig, auch später fürs Berufsleben. Man bekommt ganz, ganz viele Türen geöffnet. Und am Anfang freut man sich über die finanzielle Förderung, aber wie du schon gesagt hast, man merkt, wie wichtig die ideelle Förderung ist. Man knüpft Kontakte, die man fürs Leben hat. Und man weiß, man kann immer wieder hingehen und die Türen sind immer offen. Ich freue mich auch schon aufs Altstipendiaten-Dasein, weil man einfach immer noch zusammen ist. Es gibt immer noch Tagungen, da trifft man sich oder auch Regionalgruppen und man kann so viel noch zusammen machen. Also es ist wirklich nicht, dass es mit der Förderungszeit aufhört. Es geht einfach immer weiter und es ist wirklich einfach richtig, richtig gut.